Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play, wo ich mich mega drauf gefreut habe. Sackboy A Big Adventure. Ja, das Spiel ist letzten Monat endlich rausgekommen. Und ja, ich habe den Anfang schon mal aufgenommen. Deswegen seht ihr mich jetzt leider schon im Kostüm unten links. Das gibt's übrigens kostenlos auf Steam. Da könnt ihr euch das dann runterladen, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Ich wollte es aber trotzdem mir nicht entgehen lassen, euch nochmal herzlich willkommen zu heißen, weil die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, leider komplett schwarz gewesen ist und das wäre dann nur ein Hörspiel gewesen. So, ich habe jetzt alles eingestellt, habe allerdings direkt mal eine sehr negative Anmerkung. Ich habe ein Steam-Spiel gekauft, wo kein Hinweis darauf war, dass es mit irgendwas anderem verbunden werden sollte. Und es hat sich bei mir automatisch ein Hinweis geöffnet vorhin, den ich leider zwar aufgenommen habe, aber nur mit Streifen im Bildschirm. Vielen Dank nochmal an Windows 11 hierbei. Ja, dass ich mich zwangsläufig mit Epic verbinden muss. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es nervt mich ehrlich gesagt tierisch, weil ich habe ein Steam-Spiel gekauft und kein Epic-Spiel. So, jetzt aber Butter beide Fische. Ich habe gesagt, ich werde das Spiel nicht alleine spielen. Ich spiele das Spiel mit Episode 1 LP. Ja. Oder? Was? wenn wir überhaupt zusammen spielen können, ne? Ja, wenn wir zusammen spielen können. Wenn das schon mit Epic jetzt verbunden ist, kann es nämlich sein, dass wir uns noch mit dem PS-Netzwerk verbinden müssen, weil er mir sowas vorgeschlagen hat eben beim Anmelden. Ich krieg die Krise, wenn es irgendwie... Also weil ich verstehe sowieso nicht, warum es überhaupt jetzt mit Epic verbunden werden muss, zwangsläufig, weil wie gesagt, es ist kein Hinweis, dass es irgendwo mit Epic verbunden ist. Sonst steht ja so ein Epic-Zeichen oder irgendwas oder... Anbieter, irgendwas mit Epic steht normalerweise drin als Hinweis, aber hier steht wirklich null auf der Seite. Hier habe ich jetzt mal drei Reiter, um irgendwo beizutreten, aber online spielen. Ich will online spielen. Moment. Lass mich dir von einem besonderen Ort erzählen. Man nennt ihn die Fantasiesphäre und sie besteht aus allen kreativen Gedanken und Ideen, die je von jemandem erdacht wurden. Ja, stimmt. Sogar aus deinen. Und sie alle zusammen bilden einen Planeten, bekannt als die kunstvolle Welt. Ach, es ist so ein friedlicher und schöner Ort. Unsere Geschichte beginnt im Dorf namens Werkstatt, der Heimat der Sack-Figuren, die freundlichsten und kühnsten Wesen dieses Planeten. Unter ihnen ist auch einer namens Sackboy. Und ihn erwartet ein wirklich seltsamer Tag. Wie sehr mag ich ein herzliches Willkommen. Dieser Ausdruck des blanken Entsetzens. Oh, das macht mich ganz kribbelig. Sagt bloß, ihr erkennt euren alten Kumpel Vex nicht mehr. Ihr wisst schon, Bote der Albträume, Meister des Aufruhrs, Stimmungskanone. Ich habe ein aufregendes Angebot für euch. Nein, ehrlich, es wird euch gefallen. Ich nenne es den Auf-den-Kopf-Steller. Er bringt jede Menge Spaß, Aufregung, Schrecken, also nur das Allerbeste. Die Pläne sind schon fertig. Mir fehlen nur ein paar Materialien und fröhliche Freiwillige, die ihn aufbauen. Also, was sagt ihr? Wollt ihr Geschichte schreiben? Klar wollt ihr. Nein, was bist du aber putzig? Deshalb bist du zum Schluss dran. Ugh!
Fuhr ist nahe. Nichts hält ihn auf. Die kunstvolle Welt ist mein. Ja, das Video war ja schon mal cool. Ja, das Video war gut. Bist jetzt auch in einem, siehst du dich jetzt da auch? Also in einem. Ein großes Abenteuer und ich kann jetzt meinen Controller nicht benutzen, weil er sich gerade eingefroren hat oder so. Na jetzt. Moment, jetzt werde ich geladen. Moment, da kommt wieder ein Video. Ich bin ein breit grinsender Sackboy. Hallo. Ich bin gestorben. Du sollst nicht sterben, du sollst dich mit mir verbinden. Ich bin runtergefallen. Ja, ja, das können wir so, machen. Warte, mach du das mal. Online spielen? Ist ja, das damit? Genau. Und dann musst Spiel du Sie? Freund einladen. Nee, starte Nein. ein Spiel, dem jeder beitritt. Nein, ganz Achso, unten. Da unten. Lade einen Freund zu einem privaten Spiel ein. Gedrückt halten, natürlich. Oh, nee. Oh. Da ist er! Der Epi! Hallo! Hallo! Juhu! Ich sehe mich nur nicht, ich hüpfe immer aus dem Bild raus irgendwie. Warte mal, wir müssen. Was war das denn gerade? Hä? Hast du mich hier runtergekickt? Wir müssen doch irgendwie. Nee, ich will nicht Spiel beitreten. Ich will. Können wir nicht unsere Kostüme ändern? Ja, das habe ich nicht gefunden bis jetzt. Also, oder es geht erst im Spiel. Aktion Almanach? Nee, da, was du so machen kannst. Also. Achso, okay. Dann, ja, bin ich mal gespannt. Wir sehen irgendwie. Oh, pff, was war das? Also mit der linken Maus das zu schlagen, habe ich schon festgestellt. Ich wollte dir die Hand geben. Wie hast du das denn gemacht? Oder war das rechts ausweichen? Also ich spiele mit dem Controller. Das geht auf den Pfeiltasten bei mir. Da kann ich auch den Daumen zeigen. Da ist er. Mit dem Pfeil. Ach, da! La, 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 drück mal nach unten. Drück mal, aua. Drück mal nach unten, du Arsch. La, la, la. Oh, abgerockt. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das wie geil. Ich yeah. Nee, du hast ja nicht mehr alle. Ach so. Dass du mich hier einfach kaputt machst. Ja, du kannst auf mir rollen. Wer bin ich denn jetzt? Ach so, der andere. Ich dachte, ich bin... Hier können wir alles kaputt machen. Was war das? Leben das, irgendwas. Aber das wir war haben ein Leben. Unendlich. Ja. Im Moment haben wir unendlich Leben. Hast du das eingestellt? Nein, ich würde sowas nie einstellen. Oh. Wir müssen ja erstmal ein bisschen reinkommen. Habe ich jetzt das Kostüm noch oder kriegen wir das zusammen? Das war ganz blöd bei den ersten beiden Folgen. Das weiß ich noch. Also bei Little Big Planet. Da konntest du doch irgendwie nicht alle, also die Punkte, die hat man zusammengesammelt, aber die Kostüme musste jeder einzeln sammeln oder so. Echt? Na toll. Dann hau ich kann dich man jetzt. Das ziehen? Ich hab dir auf den Arsch gehauen. Damit kann man springen. Okay. Aua! Das ist böse zu mir. Geh in die Ecke und schmoll. So, da können wir nicht hoch, so wie es aussieht. Nee, das war die andere Seite. Ach so, da steht ja sogar mein Name drüber. Und ich bin die ganze Zeit mit deinem im Spiel. Oh Gott. Das wäre jetzt theoretisch der Safe, glaube ich. Warte mal. Was haben wir hier? Eine Riesenschraube. Ich habe einen Aufzug gefunden. Hilfe. Ich glaube, das lag an der Schraube. Ich bin jetzt nicht mehr. Kann man hier wieder runter? Jetzt kann ich da nicht hoch. Ich habe Angst, da jetzt runter zu springen. Kommt der da nochmal runter? Kann man die Schraube nehmen? Ah, doch, doch, er kommt runter, okay. Kann man die vielleicht kaputt machen oder so? Aber wie kommen wir wieder hoch? Nee, anscheinend nicht. Nee, warte, warte, nur nichts machen. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Ach so, warte mal. Nee, wir müssen hier weiter, ne? Na, aber oben ja, war stopp, doch auch stopp, noch stopp. Was. Ja, dann lass uns erstmal oben gucken. Das weiß ich auch noch. Das war so ätzend. Man muss dann immer zusammenstehen, weil sonst einer irgendwie... Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht.
Weil einer sonst immer kaputt ging oder aus dem Bild rausgezogen wird, glaube ich. Das kaputt machen wir ja. Komm mal hoch. Ein Picknickkorb, nein! Oh, aua. Voll neue reingefallen. Emotion. Warte mal, jetzt habe ich aber nicht Gameplayerin drüber stehen. Aua! Du Arsch! Ich gehe alleine weiter. Arschgehauen und runtergefallen. Hau ab! Spieler spielen nur noch alleine. So. So. Was ist das? Was ist das? Warte mal, warte mal. Ich glaube, der will, dass wir da reinspringen, aber lass uns erstmal die... Ja, aber erstmal die Sammler. Haben wir alle, ja, ne? Warte, hier ist noch was. Stopp, stopp. Scheiße. Oder? Ach, da. Geht's? Warte. Nee. Hier doch, oben da geht's wahrscheinlich, hoch. Oder? Muss man da irgendwas nicht, machen? Dass du die schläft. Kaputt kriegst. Warte. Ah! Ja, ist gut, dass wir das wieder nochmal hoch. Das war aber das war die Superglocke. Ja. So, aua! Aua! Der andere wird da mit reingezogen, oder wie? Was ist das? Das ist ein Ball! Nee, das ist eine Nuss hier. Ne? Ja, RT gedrückt halten zum Auf... Aua! Oh. Was machst du denn? Warum musst du mal mich... Deswegen habe ich auch unendlich Leben eingestellt, weil der EP mich sonst jedes Mal kaputt machen würde. Warte mal, da unten in der Mitte müssen wir aber doch auch noch... Mhm. Oder ist das in der Mitte zum Weitergehen? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hoffe, das war nicht so wichtig. Nee, warte, warte, lass uns... Lauf nicht weg hier vorne. Da kommt man auch noch hoch. Ja, da kannst du eine Blumen pflanzen. Da kommen wir auch hoch. Ja, sollen wir erst unten rum? Kann das sein, dass man nicht ganz... Wie war das mit RT? Kannst du die nehmen? Oh. Ja, also... Ah ja, guck mal! Hier! Ah! Ja, aber unten war noch was zum Einsammeln. Oh. Ja, wir müssen das unten auch machen. Komm, wieso? Jetzt kann ich es nehmen. Nee. Warte. Oh. Was, das hast du nicht richtig gemacht. Wie muss ich das denn werfen? Einfach da. Ja, nicht da rein. Schon in den richtigen. Der ist aber ein bisschen blöd. Der wirft aber weit, kann das sein? Ja, der wirft ziemlich weit. Warte, da kommen jetzt die Glocken. Oder irgendwas anderes. Ach so. Ich will auch Glocken. Geh weg da! Ich will auch Glocken. Hier unten ist noch was. Aha. Hä, was ist jetzt? Super. Warte mal, hier ist auch noch... Bevor wir da gar nicht mehr hinkommen, da warst du nämlich eben. Ich habe jetzt auch ein Kostüm, so. Ja, das wollte ich holen. Und du bist nicht mitgekommen, du. Wie kann ich den da wieder kriegen hier? Warte mal. Ah ja. So, den nehmen wir mal mit, ne? Haha. Ganz mich mal, ich hol die Glocken, pass auf. Die gehen alle auf mich. Nein. Da. Oh. Mann, ich spiele schon wieder mit dem Falschen. Warte mal, müssen wir nicht hier noch was reinmachen? Nee. Nee, ich denke mal, das ist einer, der überflüssig ist, oder? Oder du nimm den mal mit. Vielleicht müssen wir den da hinten nehmen. Oh, jetzt ist er ich weg. Ich muss nur aufpassen, weil ich werde hier ständig angegriffen. Wir haben irgendwas vergessen, weil du wieder nicht da so warten kannst. Du bist wieder so hektisch. Ja, ich werde hier dauernd angegriffen. Da waren Sachen. Kannst du doch nicht einfach liegen lassen. Ist da was runtergefallen? Hilfe! Die japanischen. Wie heißen diese Papierflieger die nochmal? Sind hier. Origami. Origami, genau. Da hinten hätten wir was reinwerfen müssen, siehst du? Aber da ist noch einer. Oh, oder auch nicht? Was ist das denn? Meins! Meins! Hahaha! Aber hätten wir die hierfür jetzt gebraucht? Ja, oder? Vielleicht ist hier noch irgendwo eine. Okay, mit oben kann man sich festhalten. Wie mit oben? Mit oben, mit unten. Mit rechts unten kann man sich festhalten. Ach so. Springen und dann festhalten. Ja, das kennen wir doch noch von diesen Rädern, wo du dann auch immer so Sachen einsammeln musst und so. Doch, springen und rechts unten. Also Schultertaste. Na, 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 na. Irgendwann ist das Lama müde. Aber jetzt haben wir immer noch keine Blume. Bin ich das? Nee, nein, das war ich. Wieso hat er es nicht angenommen? Jetzt. Mir ist schwindelig. Hast du die alle? Ja. Da ist eine. Da. Ja, dann mach die. Bitte? Da unten noch rein. Du musst die da reinmachen. Komm mit, komm mit, sonst sterbe ich mit dem... Ja, oder so. Das ist zu weit. Ja, jetzt
Gib mir die Glocken. Gib mir meine Glocken. Weihnachten ist doch so vorbei. Das hat sich jetzt aber nicht sehr weihnachtlich angehört. Ach, ich bin der Hintere. Och, sag warum das doch. Du mich? Ja, zieh mal das Ding raus. Aber das ist cool. Hier ist noch was. Aua. Hör doch mal auf mich. Das Schlag. Bin ich. Kommst du noch hoch, alter Mann? Nein. Ich glaube, der will uns abschlecken. Ey, wieso ist der jetzt da drin? Du bist da reingegangen. Nein, ich bin dahinter gegangen. Du weißt, was das ist, nicht wahr? Oma Sackboy. Das ist eine Träumerkugel, angefüllt mit reiner kreativer Energie direkt aus der Fantasiesphäre. Aber du brauchst noch mehr davon, wenn du nach da oben möchtest. Du bist hier, um Vex zu stoppen, oder? Ja, ja, ja. Aber zuerst musst du alles über die dunkle, böse Energie der Albträume wissen. Sie heißt der Aufruhr. Vex plant, die gesamte kunstvolle Welt damit zu erfüllen. Im Moment nutzt er sie, um den Weg auf den Berggipfel zu blockieren, damit ihn niemand stoppen kann. Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel gegen dieses üble Zeug. Du hältst es in der Hand. Die reine Energie des Staunens und der Kreativität darin wird Vex Barrieren auflösen, wo immer du auf sie triffst. Also, such nach diesen Kugeln. Sie sind der Schlüssel zu deiner Reise. Der Schlüssel zu deinem Schicksal. Der Schlüssel zu... Ja, ich glaube, du hast schon verstanden. Bei unserem nächsten Treffen werde ich kosmische Geheimnisse enthüllen. Vielleicht verrate ich was über mich, wie meinen Namen. Ich heiße übrigens Scarlet. Und noch wichtiger, die Wahrheit über deine Existenz. Dann fertig das Spiel. Wir müssen beenden. Juhu, warte. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wir haben das Tutorial überlebt. Yay! Haben wir nicht immer so ein Foto am Ende? Da kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, die Kostüme kriegt jeder dann. Da-da-da-da-da-da. Bitte lächeln. Ich bin Sackboy. Ja! Wie? Der Gewinner? Wie Gewinner? Hä? Was für ein Gewinner? Du hast dich beschissen. Ein Wettbewerb. Jetzt ist werde ich gar keine Gnade mehr walten lassen. Das finde ich aber trotzdem schwachsinnig. Du spielst mit jemandem zusammen und musst dann einen Wettbewerb gegen den machen. Das ist doch pure Gegensätzlichkeit, wenn du so willst. Erneut wollen wir nicht. Wir wollen die Weltkarte, ne? Mhm. Aber keine Ahnung, wo wir dann auskommen. Stirb nicht, dann kannst du den Jubel deiner Freunde und deiner Konkurrenten genießen. Ja, siehst du? Weil ich den Jubel genießen wollte, deswegen habe ich das gemacht. Ihr Teamarbeitslevel gibt's auch. Warte mal, was ist denn? Wo bin ich denn jetzt? Denn hallo, hier? Ich kann mich nicht bewegen, oder was? Nee, das ist das Erste. Ich glaube, wir müssen lass uns mal. Also, ich habe mir... So, das ist Reisen. Ich habe mir sagen lassen, hier zwischen muss man immer gucken, ob man da nicht irgendwelche geheimen Wege findet zu Bonusleveln wohl. Y freischalten. Sollen wir da mal reingehen, denke ich, ne? Ja, aber... Weil das hier ist doch das, wo wir waren, oder nicht? Ja, und hier müssen wir hin jetzt. Ein großes Abenteuer. Ist das jetzt richtig? Oh ja, anscheinend. Guck mal, ich krieg eine Steam-Errungenschaft. Was ist das dann für ein Quatsch mit Epic? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Hallo, guten Tag. Hallo, ich bin Somsom. Du möchtest was Neues zum Anziehen? Und tolle neue Outfits, hä? Oh la la, dann bist du hier genau richtig. Gib ein paar Sammelschellen aus und kaufe umwerfende Mode. Dann kannst du unglaubliche Looks in deiner Garderobe erstellen, wo du all deine grandiosen Klamotten findest. Oh, und ihr, ich schenke dir ein paar Sammelschellen, nur für dich, zum Ausgeben. Ihr bei Somsom.
Aha. Sammelschellen. Wieso habe ich die jetzt nur? Oder sehe ich deine nicht? Hä? Oder ist das jetzt, weil ich das jetzt, weil ich dich eingeladen habe? Guck mal, sehe ich nicht hübsch aus? Ja, du hast ja gar nichts an. Doch, ich habe doch ein Kostüm an. Nasen. Dann hast du den wahrscheinlich... Nee, aber den hast du da nicht gekauft. Noch nicht. Osterhasenkostüm, meinst du das? Ja. Oh Gott, das muss ich mal eben... Die sieht cool aus. Die eine mit den langen Ohren, ne? Mit den... Ja, die da drunter. Ja, ja. Warte mal, das ist Ellie-Kostüm mit einem Bogen. Die hat aber nichts mit den Zombiespielen da zu tun. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ganz geduldig, oder? Volker ist Feenhorn-Kostüm. Oh Gott, aber wieso? Ich kann die doch gar nicht... Nee, da geht kein anderer Betrag. Wie soll ich die denn kaufen? Da steht doch gar kein Preis drin. Nee, du kannst sie ausrüsten, nur du brauchst die nicht kaufen. Ja, aber er hat doch gesagt, ich soll die kaufen mit den Glöckchen. Ach so. Was ist das? Oh, Freya! Ja, das wollte ich haben. Anlegen. Also, Freya... Gibt es als kostenloses Kostüm bei Steam. Genauso wie Nathan Drake, Chloe Fraser. Das nicht. Fußballkostüm war auch dabei. Kratos, genau. Kratos und Atheum. Die beiden, die sind... Kratos ist vor allen Dingen oben... Ach, jetzt sehe ich bei dir eins. Kratos ist oben übrigens voll... ich weiß nicht, ob das sie ist. Voll platt genäht irgendwie. Wo findest du die dabei waren? Ich bin Freya. Ganz unten waren die. Du bist noch relativ oben, wenn du die jetzt hast. Ach so, Angebot durchsuchen. Ah, okay. Im Angebot kannst du dann andere Sachen kaufen. Punkerin sieht ja ganz lustig aus. Weißt du, wenn du ein Outfit kaufst... Oder du kannst Teile davon kaufen. Aber ich denke mal, wenn du das... Du kleine Stilikone, du. Bin bereit. Wenn du das... Warte mal kurz, die Augen... Die Augen kaufe ich mir aber. Die sind cool. Hm. Was ist das denn hier? Ach, eine Glocke um den Hals. Okay. Was ist das? Eine Jagdnase. Ach du Scheiße. Ich gucke nur mal eben ganz kurz. Ich bin sofort fertig. Jakufe und so weiter. Hier drüben. Ach, Emotionen kannst du auch holen. Ich bin den ganzen Tag wütend, hier. Fröhliches Lachen. Das finde ich auch schön. Aber dann hätte ich von 406 schon 300 weg. Das ist ja Quatsch. Hier drüben, also die kosten echt unendlich viel hier. Nee, du, ich lass das. Ich nehme das mal. Die Frage ist jetzt nur, ich bin bereit. Achso, jetzt. Guck mal, wie ich aussehe. Hast du mich gesehen? Ja, du warst der mit den... Nee, du warst jetzt doch ein anderer. Du warst jetzt doch ein anderer. Nicht der mit den Hörnern, den ich gesehen... Warte mal, kalte Füße. Ach, das sind die Level. Dann lass uns hier nochmal kurz vorher rumgucken, ein bisschen sammeln. Ja, ich kann nichts mehr machen. Was ist denn? Hier ist auch noch was zum Sammeln. Ich kann nicht mehr rollen. Wieso kann ich mich nicht mehr rollen? Hm. Kannst du noch rollen? Roll mal. Nee, hier... Ja gut, vielleicht, weil das so ein Übersichtsmenü ist, so. Ja, wo willst du denn hin? Wir können auch sowieso. Ich wollte eigentlich gucken, dass wir die erstmal hier ein bisschen kaputt machen, die Sachen. Ich weiß auch nicht, kriegst du die jetzt? Kriegen wir die jetzt beide zusammen? Weil bei mir steht 420. Ich habe auch... Ja, das stand bei mir, glaube ich... Oh. Was hat sie jetzt gerade gesagt? Ich habe jetzt gar nicht... Ich kann auch nicht springen. Warte mal, gedrückt halten, schnelle Auswahl. Ach so, Reisen-Sticker-Album. Oh. Okay. Da schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen... Ja, ich weiß nicht, wie lange das Level ist. Normalerweise würde ich sagen, machen wir hier erstmal so einen Tutorial-Cut. Und dann fangen wir mit dem ersten Level. Kann man hier ranzoomen? Das konnte ich doch eben mit irgendeiner Taste. Kann man hier nicht wahrscheinlich jetzt, ja. Die Emotionen gehen hier auch nicht. Schade. Dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das Tutorial ist rum. Und dass wir dann mit der ersten Herausforderung in der nächsten Folge anfangen. Ich wusste, dass der Epi mich wieder schlagen würde hier. Geh weg! Hallo. Ich werde so lange vom Epi abhauen bis zur nächsten Folge. Springen kann ich auch nicht. Was ist denn das hier? Hallo, ich habe dich geschlagen. Geht's noch? Aua. Ich bin nicht um. Aua. So, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ich hau ab. Ich will mit der nichts zu tun haben, die ist Psycho.